So, neues Marines mal wieder. So, den Bunker wieder leer machen. Okay. Anscheinend wurde das Gelände falsch gedeutet. Beeindruckend, nicht wahr? Wir waren erfolgreich, wo selbst der große Ulkaier es nicht war. Kommt näher, geht zum Portal, starrt direkt in den Schlund des Warp. Wenn ihr Glück habt, werden eure Leben durch die Entropie ausgelöscht und nicht durch unsere Klingen. Angeber. Keine Ordnung. Verschwendet keinen einzigen Gedanken daran. Wir stehen auf neu erobertem Grund. So, noch ein Gardistentrupp zur Unterstützung. Sind auf das Feld gezogen. Sie haben hier eine Kampflinie. Sollen alle deine Art deine Schreie hören? So, Granaten. Das ist wieder ein Zensch-Schwein. Der macht Einheiten unsichtbar, glaube ich, oder? Nö. Und wenn, dann waren da keine. Ich spioniere gegnerische Aktivitäten aus. Gut. Ah doch, Zensch-Schreine machen Einheiten unsichtbar. So, das Gebäude leer räumen. Das Bevölkerungsding einnehmen. Doch ein Zensch-Schrein. Da hat mein Phantom Lord einen Finisher gemacht. Oh. Chaos Space Marines mit Raketenwerfer. So, dann nehmt mal das ein. Ja, ich finde es immer cool, wenn der Phantom Lord mit seinem Schwert was aufspießt. So, du bleibst erstmal da stehen, bis du geheilt bist. Oder ein bisschen höher geheilt bist.
War da hinten noch was rot? Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. So, die Kisten, da kommen mir geregelt. Wobei, da brauche ich keine Granatenopfer, die werden so ziemlich gut rausgeboxt. Eine gegnerische Einheit. Ich werde in Erfahrung bringen, was möglich ist. Oh, es kamen doch Gegner von hinten. Aber nur ein paar billige Nahkämpfer. Au. Okay, ich nehme es zurück. Billige Fernkämpfer, die unterdrücken können. So, wieder ein paar Kornberserker weniger. Da ist wieder ein Zenschrein. So, und damit sind wir einmal rundherum. So, erstmal den Zensch-Schrein. Ne, das ist nur ein Schrein des Chaos, okay. Und die Jungs da loswerden. Kettenschwertex chargen, okay. Jo, du hast es. Also wirst du erstmal nachproduziert. Es wird ein Phantom noch produziert. Na, nicht genug Anforderungspunkte für noch einen Phantomlord. Oh, den können wir nicht upgraden. Achso, stimmt, ja, wir haben noch gar keine Upgrades für dich. So, du zurück zum Heiler. Das Portal wird angegriffen! In die Schacht! Wir werden von Chaos-Einheiten angegriffen! So, jetzt auch noch, wenn das Sekundärziehen noch nicht aufgetaucht ist, gehen wir einfach kaputt machen.
Schultern geladen. Und ja, hier war auch noch was, was wir uns kümmern sollten. So, wie weit müssen wir das Chaosportal anschießen? Kommt! Ein Festmahl aus Schädeln und Blut erwartet euch! Ich auf dich. Okay, den haben wir schon errichtet und zerstört. Dann zerstören wir jetzt den zweiten. Nicht das Portal zersäbeln. Wir wollen erstmal hier. Ihre Salve ist wie eine Sturmfront. Uns um das hier kümmern. Niemand kann der Macht der Ella Widerstand leisten. Wir können gar nichts mehr anfallen. Zerstört. So, das gibt uns die Auszeichnung der Phantomseherin. Sehr schön. Und Bonuserfahrung. So, dann machen wir das Portal kaputt. Dann zerstören wir da hinten die Kanone. Da kommen wir dann nicht mehr durch. So, erstmal die da loswerden. Dann auch die loswerden. Niemand kann der Macht der Ella Widerstand leisten. Niemand kann der Macht der Ella Widerstand leisten. So, die ziehen sich jetzt erstmal zurück. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe erstmal hier das Ding zerstören. Wir warten, dass der nachgeladen wird. Dann gehen wir hier hin. Müssen nochmal hier hoch. Und dann war es das auch schon größtenteils. Weil ich weiß echt nicht mehr, was hier hinten war. Das ist auch übrigens eine der komplizierteren Missionen. Okay, hier hinten spawnt nichts. Naja, komm, geh den Nahkampf. Und wir können einen zweiten rufen. Das ist sehr gut.
Weil mehr Phantomlords bedeutet mehr Spaß. Ja, jetzt können wir auch an den Zenschrein hier ran. Und hacken hier drauf ein. Yay. Ja, drei Phantomlords. Das ist schon böse. Irgendwie. Auch wenn ich nichts weiter mit denen mache, außer draufhauen. Und da bricht jetzt der Zerfleischer durch. Nicht der Zerfleischer, der Zerstörer. Ach, Zerschmetterer heißt er. Jo, ist auch gut so. So, jetzt müssen wir noch mal kurz hier hoch und da runter, um an die Kiste ranzukommen. Wir sind hier nicht alleine. Dann schicke ich mal dich alleine, weil ich glaube, da sind doch keine Gegner mehr. Nö. Aber hier ist dafür. Das Fuhlhain Falchior drin. Ja gut. Ja, zurück zum Warp-Portal und jetzt den Dreadnought und die neuesten Marines ausschalten. Nun gehört sie uns. Gut, dann weiter. Und Sieg. Irgendwie. Das Wendeschiff wird unseren Sieg bejubeln. Ja gut, ich würde dann aber sagen, wir hören uns jetzt noch das Afterbriefing an. Da mache ich einen Cut und mache das ganze Management am Anfang der nächsten Folge. Ach ja, noch eine Einheit aussuchen. Jo, ich nehme den Runenleser. Wir haben eine interplanetare Übertragung aufgefangen. Von einer Truppe Abtrünniger auf Meridian, die unter Kyras Kommando stehen. Das ist sehr unerfreulich.
Unerfreulich? Sind wir plötzlich doch nicht mehr so begierig, die wilden Truppen von Kyras zu vernichten? Es ging mir nie darum, sein Geschmeiß zu vernichten. Unsere Bestimmung ist es, Kyras zu erschlagen, nicht seine Armee. Die Übertragung beweist nur, dass er nicht auf Meridian ist, womit unsere Erkundungsoptionen erschöpft sind. Dann ist es einfach. Wir greifen seine Truppen an und befragen sie, bis wir erfahren, was wir wissen müssen. Amateurhaft. Es wäre pure Idiotie, sie anzugreifen. Bist du noch ein Kind? Du solltest einer Autarchin öfter Kampfstrategien vorschlagen, Veldoran. Caelith, wenn die Spur verwischt ist, dann ist das unsere einzige Wahl. Meridian ist die faulende Höhle, aus der sie ausschwärmen. Sie sind tausendfach in der Überzahl. Die Chance, dass Kyras irgendein Gesindel anvertraut, wo er ist, ist gering. Die Chance, dass solche Fanatiker das ausplaudern, noch geringer. Also ist selbst unsere erfahrene Herrin der Strategie nicht in der Lage, einen Sieg zu sichern? Ich erwarte nicht, dass ein Verstoßener das versteht. Einen anfänglichen Sieg könnte ich mit Leichtigkeit planen, aber ein lang andauernder Angriff ist purer Selbstmord. Ich erwarte nicht, dass ein Krieger das versteht. Aber ein Sieg ist alles, was wir brauchen. Jo. Gut, also mache ich hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Aufleveln tun wir dann nachher und die Ausrüstung verteilen. Da geht's erst einmal mit Ordensfestung Silion, also mit der optionalen Mission weiter, weil da gibt's Phantomdruiden. Ich könnte auch gleich den Illumzar freischalten, aber das können auch bis später warten, weil Phantomdruiden sind besser. Ja, und die Upgrades für Phantomlords werden auch nicht schlecht. Also ja, bis gleich.